Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2016 war ein Scheißjahr. Darüber möchte ich heute Abend zu Ihnen sprechen, aber auch über meine feste Entschlossenheit, 2017 einen draufzusetzen. Die schwerste Prüfung ist ohne Zweifel der islamistische Terrorismus. 2016 griff er uns mitten in unserem Land an, in Würzburg, in Ansbach und vor wenigen Tagen erst in Berlin. Ich meine, das nervt langsam. Und ja, die Sicherheitsbehörden hatten dem nichts entgegenzusetzen. Viele verbinden mit 2016 auch das Gefühl, die Welt insgesamt sei scheiße, die Europäische Union zum Beispiel. Ja, Europa ist am Arsch. Und ja, es ist besonders bitter und widerwärtig, wenn nationalistische Vollpfosten die Hilfsbereitschaft unseres Landes verhöhnen. Noch nie hatten so viele Menschen auf der Welt den Arsch offen wie heute. Ich auch. Und so möchte ich Ihnen mit dem zerbombten Aleppo in Syrien vor Augen sagen, wie egal uns das hier in Berlin ist. Zu dem, was mir Mut für unser Deutschland macht, gehört das Wirtschaftssystem. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie heute. Arbeit, die sich nicht lohnt. Mut macht mir auch der Enthusiasmus und Erfindungsgeist, mit dem in deutschen Unternehmen betrogen wird, zum Beispiel bei VW. Unser Staat tut alles, um gerade in diesen Unternehmen Straffreiheit zu gewährleisten. Diese Arbeit ist nie beendet. 2017 werden wir als Bundesregierung dort, wo politische oder gesetzliche Veränderungen nötig sind, keine Maßnahmen in die Wege leiten und uns nicht um die Interessen der Bürger kümmern, sondern nur um den Nutzen einiger weniger. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie sind uns egal. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein Scheißjahr 2017 und Gottes Segen.